Oh, na, wer kennt's noch? Es ist Zeit, wieder was auszupacken. Ich habe bei yankeeonline.de bestellt und ihr werdet es nicht glauben. Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich sehr ungeduldig. Ich habe dieses Paket eine Woche stehen lassen, weil ich keine Zeit hatte zu drehen. Und jetzt kann ich es endlich auspacken. Ich weiß nicht, warum ich mich so freue. Eigentlich weiß ich ja, was drin ist. Und die Hälfte davon ist nicht mal für mich. Deswegen, ja, hier ist das Paket. So. So schaut's aus. Und dann wollen wir mal. Ja. Ich habe mich schon immer mal gewundert, wie die Leute reagieren, wenn jemand so ein Messer zückt zum Auspacken und dann so ganz irre lacht. Somit habe ich das Social Experiment jetzt mal gestartet. Mal gucken, wie ihr reagiert. Wenn überhaupt. Und vor allen Dingen, ob ich überhaupt noch neue Viewer kriege damit. Also, schneiden wir das Baby mal auf. Wie gesagt, also vieles davon ist eigentlich gar nicht für mich. Aber ich zeige es euch trotzdem, weil ich euch so lieb habe. So, diese blöden Bänder muss ich noch durchschneiden. So, es ist offen. Schauen wir mal rein. Und, okay, das ist jetzt neu. Was ist das? We do all things with love. Und das ist so ein Werbekärtchen. Riecht aber nicht, hätte ich jetzt gedacht. Das kann man super als so ein Untersteller, so zum unter eine Kerze stellen oder so vielleicht benutzen. Mal gucken. Dann haben wir noch einen Flyer. Yankee.de, Duftkerzen. Oh, noch ein Kärtchen. Ja, und das ist halt so, wo es um den Duft geht und wie man es pflegt. Und kennen wir ja schon alle. Dann haben wir hier die Rechnung. Moment, es klebt alles fest. Rechnung und so Flyer. Die Rechnung kommt immer in so einem Umschlag, finde ich ganz süß. Flyer ist Papierverschwendung, finde ich. Weg damit. Ein Keks. Ein lecker Keks. So, und dann, ich zeige euch nochmal, wie es eingepackt ist. Für diejenigen, die vielleicht noch nie bei Yankee Online bestellt haben, die packen das eigentlich immer sehr, sehr auch gut ein. Schaut mal. Da haben wir das Gedöns. Das finde ich besser, als wenn es so einfache Schnipsel sind. Das kann man einfach am Stück rausnehmen. So. Und rausnehmen. Und rausnehmen. Ja, genau. Oh, okay. Das staubt dann doch ein bisschen. So, haben wir einmal bestellt. Und das ist, glaube ich, dann für mich, weil meine Bekannte, und ich zeige euch mal schnell, das ist jetzt einfach hier, das ist von dieser neuen Serie. Da müsste ich euch das mal einblenden. Das blende ich euch jetzt einfach mal hier unten ein, wie die Serie heißt. Habe ich gerade vergessen. Das ist so ein, ja, so ein Kerzenhalter. Und meine Bekannte hat das auch, wobei ihres irgendwie heller, also sie hat ihres aus Amerika damals mitgebracht. Wobei das kurioserweise irgendwie ihres, das sieht so hochglanzsilbern aus, aber ich finde, das sieht irgendwie so dunkel aus. Muss ich mal schauen. Ich nehme ihr das mal mit, weil sie wollte eigentlich das nächstgrößere haben, aber ich glaube, das ist nicht das Passende. Und deswegen würde ich das für mich behalten. Für mich allerdings aus der Serie habe ich bestellt den passenden Illuma-Lid. Ah, genau. Matrix Brushed Silver heißt die Serie. So, schaut mal. Und ich finde die Optik einfach total schön. Wobei mich das doch ein bisschen irritiert. Ich dachte, das wäre so Hochglanz-Silberfarben. Aber scheint es nicht zu sein. Muss ich mal gucken. Schau mal. Wobei das eigentlich schon, was steht da drauf? Brushed Silver, ja, das müsste es eigentlich schon verraten. So, dann haben wir eine Sache, die ich, glaube ich, für mich bestellt habe. Die Kerzen kommen übrigens in diesen Eierkarton-Dingern gut verpackt. Da passiert nichts. Ich hebe die auch immer mal auf, für wenn ich mal ein oder zwei brauche. Und für mich habe ich bestellt von also Moroccan Argan Oil in dem großen, in diesem, jetzt ist es mir gerade entfallen, in dem Tumbler, glaube ich, ist das. Und ich sehe schon gleich, dass der Deckel irgendwie so ein bisschen innen drin so ein bisschen verkorkst ist. Jedenfalls riecht das ganz, ganz toll nach dem Moroccan Argan Oil. Ich habe mir das bestellt, weil ich finde, dass die einfach eine viel bessere Duftabgabe haben. Und ich, ja, meinen Moroccan Argan Oil Fix ein bisschen schneller kriege als mit den normalen Housewarmern. Und hier finde ich das total interessant. Die haben einen Docht, den ich bei Yankee noch nicht gesehen habe. Und zwar, wenn ihr mal schaut, hier oben, da ist so ein kleines Pünktchen drin. Da ist auch ein Draht scheinbar drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ganz neu ist.
Und der Docht ist irgendwie so gezwirbelt. Also so wie so ein. Hier, seht ihr das ungefähr so ein bisschen? So gezwirbelt sieht er aus. Bin ich mal gespannt. Jedenfalls riecht das schon nach dem Moroccan Arganöl, aber irgendwie auch nach Wachsmalern. Oh, da bin ich aber mal gespannt, ob der was ist, ob der gut ist. Und hier kann man das Label irgendwie abmachen. Ich sehe gerade. Hier ist so ein kleiner, das sehe ich jetzt das erste Mal, so ein kleines Nuppelchen. Ah, das ist, um hinterher nach dem Gebrauch das Label einfacher abzumachen. Das ist ja toll. Das finde ich ja praktisch. Weil diese Dinger kann man eigentlich, finde ich, wenn man sie richtig gut sauber macht und den Duft auch rauskriegt und alles rauskriegt, kann man die bestimmt prima als Trinkgläser verwenden. So, dann haben wir hier noch. Hiervon ist eins für mich, eins für meine Bekannte. Schauen wir mal. Ich komme mir heute irgendwie hektisch vor. Ich habe mehrere Videos zu drehen. Falls ich so hektisch bin, tut es mir leid. So, die Kerze, die ich für meine Bekannte bestellt habe, das ist dieser kleine Tumbler von True Rose, weil sie was Florales haben wollte. Aber sie wollte unbedingt so einen Tumbler haben, ah, so einen kleinen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie munkeln hören, dass die aussortiert werden. Ich weiß es aber nicht genau, ob es wirklich so ist. Falls ihr da mehr wisst, sagt mir Bescheid. Und hiervon gab es nur den hier übrig und das andere war Fresh Cut Roses, aber da war der kleine Tumbler gerade ausverkauft. Und ja, ist halt so ein stinknormaler Blumenladen Rosenduft. Und den ich für mich geholt habe, das ist auch ein kleiner. Das ist Cappuccino Truffle. Mit dem liebäugle ich ja. Ich habe davon, das ist eine ganz komische Geschichte. Ich habe davon Tarts. Ich glaube, ich habe davon aber das Tart noch nicht benutzt. Ich schnupper immer nur dran. Ich mag den Duft in Kalt so gerne. Irgendwie riecht das auch nach Wachsmalern. Das ist ja komisch. Jedenfalls ist das ein ganz, ganz schokoladiger, leckerer, Fressattacken provozierender Duft. Und aus dem Grund hole ich mir den auch nicht in groß, weil ich so eine Angst habe, wenn ich den anmache, dass ich dann so eine Heißhunger auf Schokolade bekomme. Ist jetzt bei mir ein bisschen ungünstig. Jedenfalls habe ich jetzt gedacht, zum Ausprobieren, falls ich den im Glas haben will, habe ich mir den jetzt hier in klein geholt. Falls ich den für die Sammlung behalten will, habe ich den halt nur in klein geholt. Und ja, also mich irgendwie irritiert mich das gerade. Jetzt kommt gerade die Schokonote raus. Aber irgendwie riecht das nach Wachsmalern. Haben die irgendwas am Wachs verändert? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Und auch hier ist ein Draht im Docht drinne. Auch gezwirbelt. Also ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an Crayola-Wachsmalkreiden. Komisch. Ich hoffe, dass das im Warenzustand nicht ist. Sagt mir mal, falls ihr irgendwie eine Veränderung bemerkt habt oder falls die Dinger generell so riechen, sagt mir mal Bescheid. Gussdatum kann ich jetzt keines sehen, weil überklebt. Finde ich ja ganz toll, wenn die Händler immer die Kleber direkt über, unten über die Labels machen. Mal gucken. Das nervt mich irgendwie ohne Ende. So, Moment. Gleich. Ah, jetzt habe ich das Label mit abgemacht, Mann. Also das ist ein Gussdatum. Jetzt muss ich es spiegelverkehrt lesen. 13, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist das 13 oder 15? Ne, 13. Gussdatum 2013 müsste das sein hier. Ja, jedenfalls, obwohl das kann auch nicht hinhauen, da kam der nicht letztes Jahr erst raus. Dann ist es bestimmt 15 oder so. Oh, ich merke schon, ich bin wieder total ja, neben der Spur heute. So, das war eigentlich auch schon das, was ich bestellt habe. Wie gesagt, zwei Dinge für meine Bekannte, eins für mich, zwei Kerzen für mich, ein Lid für mich. Das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich nicht bestellt. Goodies gibt es ja leider nicht, es sei denn, man löst Punkte ein. Und das finde ich so ein bisschen doof, ehrlich gesagt, bei Yankee Online, weil man sammelt immer diese Treuepunkte. Aber man bekommt irgendwie, und das ist 1 Euro ist ein Punkt. So. Und man bekommt irgendwie erst ab, ich weiß es nicht mehr, 300, 400, 500 Punkten ein Tart als Goodie. Und das finde ich ein bisschen dämlich, wo ich mir denke, es ist ein Tart. Warum soll ich quasi 300 Euro Punkte wert, oder vielleicht ist es auch 50 Punkte oder so, ich weiß es aber nicht genau. Es kann auch 50 sein, also nagelt mich jetzt mal nicht drauf fest. Aber ich habe mir dann gedacht, warum sollte ich so viele Punkte darauf verwenden, dieses als Goodie zu bekommen, wenn, sagen wir mal, ein Punkt ist 1 Euro, wenn ich, sagen wir mal, so 50 Euro wert an Punkten da reinschmeiße und ein Tart im Wert von 3 Euro höchstens rauskriege.
sehe ich keinen Sinn drin. Finde ich ein bisschen schade. Jedenfalls sammle ich die Punkte jetzt für was Größeres, wo es sich dann wirklich lohnt, nämlich eine große Kerze. Mal gucken, ob ich da jemals drankomme. Und ja, das war es auch schon von meinem Einkauf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen hektisch und chaotisch war. Aber wer mich schon lange guckt, der kennt mich eigentlich nicht anders. An alle Neuen, ihr seid vorgewarnt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss.